Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr sehen könnt, wird es Frühling. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn es Frühling werden würde, wenn es denn da einen Winter gegeben hätte. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Kann ja sein. Aktuell sieht es gerade ziemlich frühlingsmäßig aus hier im Walde. Beziehungsweise am Rande des Waldes kann man sehen, dass relativ wenig Bäume so um mich rumstehen. Ne? Hoch am Waldrand. Da ist mehr Licht und irgendwie gerade schön. Und teilweise kommt die Sonne raus und brutzelt einem auf die schicke Lederjacke. Neu, toll. Mein neues Lieblingskleidungsstück. 100% Leder, bis auf der Stoff, der nicht. Und da drin habe ich sogar Zettel. Toll, nicht? Thema heute, Douglasie. Da haben ja auch schon einige drauf gewartet. Und ich bin da auch schon oft nach dem Ding gefragt worden, schon monatelang. Wann denn die jetzt endlich kommt. Das Problem, in Anführungszeichen, ist halt, dass das ein sehr kontroverser Baum ist. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache dazu ein Baumwissen für Bushcrafter-Video im üblichen Stil, dann hätte ich euch jetzt erzählt, wie das sieht das Ding aus, wo kommt's vor und was kann man damit machen als Bushcrafter. Das wird der Baumart und der Relevanz dieser Baumart aber überhaupt nicht gerecht, zumal die Anwendungsgebiete für den Bushcrafter im Prinzip die gleichen sind wie bei Tanne und Fichte. Da kann man sonst nicht viel besonders Spezielles mitmachen, außer dass es einen leckeren Tee gibt, wenn man sich die Nadeln ins Wasser schmeißt. Meiner Meinung nach lecker, aber das ist ja Geschmack. Jetzt wird es doch ein bisschen kühl, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ne? Demzufolge machen wir hier draus kein Baumwissen für Bushcrafter, sondern einfach allgemein einen Vortrag zur Douglasie in meinem üblichen gemütlichen Plauderton. Und muss ich noch was Wesentliches erwähnen? Ich glaube nicht. Ich hatte diese Woche eigentlich ja vor, noch ein bisschen umweltpolitisches Zeug zu machen. Aber, Umweltpolitik ist diese Woche nicht drin. Ist schon so viel Politik auf der Welt, da brauche ich nicht noch mehr Politik erzählen. Also das ist mir langsam einfach echt zu viel. Hab ein bisschen Fernsehen geguckt, das reicht mir dann schon. Gut. Und damit habe ich jetzt auch übrigens auch Handschuhe an und wir legen los mit der Einführung. Es war einmal ein Mensch, der war erstens Schotte und zweitens hieß er David Douglas und der ist nach Amerika geflogen und hat sich da unter anderem Bäume und Wälder und Pflanzen und Ähnliches angeguckt. Ich möchte dem Mann unterstellen, dass der eine Frühform von Botaniker gewesen ist. Das Ganze ist 150 Jahre her. Einen Botaniker im engeren Sinn hat es da noch nicht gegeben. Das waren dann alles mehr oder weniger noch so Universal-Naturforscher, muss man fast sagen. Aber der Herr Douglas, der war auf jeden Fall auf Pflanzen spezialisiert. Und man muss noch gleich dazu erwähnen, es handelt sich um eine Epoche, in der so quasi alle fremdländischen Baumarten, die bei uns irgendwelchen Parks und Gärten und so weiter und so fort vorkommen, stammen alle so ungefähr aus der Zeit, in der diverse Naturforscher von uns zu den anderen, um es mal global zu formulieren, ausgezogen sind, um mal zu gucken, was bei denen denn so wächst. Und die haben dann ganz viel verschiedenes Zeug zu uns mitgebracht, was dann bei uns erstmal, insbesondere auch viel auf der Insel, bei den Engländern, angepflanzt worden ist, um zu schauen, ja, wächst das denn hier auch? Weil die klimatischen Bedingungen sind ja doch vergleichbar. Das hat man ja damals schon gewusst, so viel. Und das könnte man doch auf jeden Fall mal ausprobieren. Was man natürlich auch eben gesehen hat, ist, was für Wälder es bei den Amerikanern, jetzt speziell zum Beispiel in Kalifornien, gibt. Verglichen mit dem bisschen Wald, einen direkten Vergleich, der nur halb so hoch ist und erheblich schmälere Bäumchen hat, bei uns. Und ja, das wollten die natürlich auch und da hat man sich halt gedacht, das kann man ja mal ausprobieren. Da ist mitgebracht worden unter anderem die Douglasie natürlich, die Roteiche, die spätblühende Traubenkirsche, die ist eher ein Problem. Großes Problem fast. Die ist nämlich wirklich invasiv. Ist so der einzige Baum, den ich jetzt kenne, der so richtig Probleme macht von diesen eingeführten Baumarten da wohlgemerkt. Stellenweise ist auch noch die Schwarzkiefer. Die ist auch von, ich weiß gar nicht woher, aber die ist auch jedenfalls importiert worden. Und die macht auch teilweise ein bisschen Probleme. Ist an anderen Stellen allerdings wiederum ein Segen, weil sie noch toleranter gegen alles quasi ist wie die normale Kiefer. Also man hat da schon viel Gutes,
mitgebracht, was hilfreich gewesen ist, beziehungsweise sich vielleicht noch als hilfreich herausstellen wird, was auf jeden Fall Potenzial hat und den Spielraum, den der Förster, die Forstwissenschaft jetzt in diesem Fall eher beim Anpflanzen von verschiedenen Baumarten hat, ist dadurch enorm erweitert worden. So viel muss man auf jeden Fall zugestehen, selbst wenn man den Naturschutz in diesem Fall, den ich jetzt einfach mal ganz böse zu einem großen Klumpen zusammenforme, auch wenn ihm das nicht gerecht wird, der die Douglasie und die anderen fremdländischen Baumarten erstmal nicht so gerne sieht. Trotzdem muss man halt eben sagen, dass der Spielraum erweitert wurde, der Optionen, die verfügbar sind, ist erstmal was Gutes. So, da dürft ihr jetzt zwar protestieren, aber es macht keinen Sinn. Nein. Der Herr Douglas hat also das Ding mitgebracht und erstmal in England angepflanzt, beziehungsweise in Schottland natürlich zuerst, also den besseren Teil von der Insel, ne? Also ich bin da überhaupt nicht voreingenommen, nein. Und hat sich dann auch im weiteren Verlauf der Insel irgendwie ganz gut kultivieren lassen und ist da gut gewachsen. Die haben auch heute noch sehr alte Douglasienbestände in Schottland oder auch natürlich weiter im Süden. Wir haben das Ding dann von den Engländern quasi mit zu uns genommen und bei uns auch eingepflanzt. Und zwar die ältesten Douglasien findet man im Stadtwald von Freiburg. Da hat man quasi als allererstes die ersten Douglasien-Versuchsflächen aufgeforstet. Und da stehen jetzt auch heute die beeindruckendsten Douglasienbestände, die wir in Deutschland so haben. Also wenn ihr in Freiburg mal seid, um da was auch immer zu tun, dann guckt euch auf jeden Fall auch die tollen Douglasienbestände im Stadtwald an. Da gibt es auch den aktuell höchsten Baum Deutschlands. Das ist nämlich auch eine Douglasie, nennt sich Waldraut vom Mühlwald und ist nach meinem letzten Stand gerade 65 Meter hoch. Und das ist halt schon enorm hoch, wenn man deutsche Baumhöhen gewohnt ist, was ihr so im Durchschnitt in einem hohen Wald findet, in einem normalen Wald in Anführungszeichen. Wenn der wirklich so richtig hoch ist, das sind 45 Meter. Und da setzt halt eben die Waldraut da nochmal 20 Meter oben drauf. Jetzt bitte nicht erwarten, wenn ihr da steht, dann kriegt ihr einen sonst was für ein Gefühl. Aber das Ding ist schon irgendwie beeindruckend. Das Blöde ist nur, wenn du unten stehst, siehst du die Krone nicht. Das steht halt mitten im Bestand. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dick, dass man sagen würde, wow, das ist der Wahnsinn, der dickste Baum, den ich jemals gesehen habe. Ist trotzdem der höchste Baum. Und ich fand es cool, mir das Ding mal angeguckt zu haben. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich möchte nur betonen, ist jetzt nicht so spektakulär für Otto Normalverbraucher. So, das vielleicht so ein bisschen zur Historie, die weiteren Anbauversuche und Experimente, wie man denn jetzt nun am besten mit der Douglasie umgeht, wo pflanzt man die am besten hin, was hat denn die für Standortansprüche, darauf kommen wir dann später zu sprechen. Und jetzt widmen wir uns erst einmal der Tabelle, glaube ich. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, die ich euch auch einblenden werde, weil die netterweise was ist, was ich mit entsprechender langer Quellenangabe, die ich euch auch einblende, durchaus vertreten kann, dass ihr das jetzt mal zu sehen bekommt. Und zwar handelt es sich hierbei um die Verbreitung bzw. die europäische Douglasien-Anbaufläche, um vielleicht gleich mal dem Gerücht Einhalt zu gebieten, dass das Zeug sich unglaublich schnell über Europa ausbreitet und bald überall wächst und überall angepflanzt wird in riesigen Mengen und die Förster pflanzen überhaupt nichts anderes mehr. Weil dieses Gerücht habe ich schon gehört, der eine oder andere von euch vielleicht auch, dass das jetzt quasi der Zukunftsbaum schlechthin ist und überall nur noch Douglasie gepflanzt werden will, dass es quasi neue Fichte sein soll. Dass wir also bald nicht jeder zweite Baum eine Fichte, sondern jeder zweite Baum eine Douglasie haben im deutschen Wald. Und wenn wir uns jetzt besagte Zahlen hier mal angucken, die sind von 2004 und ich kann euch allerdings sagen, die sind immer noch ziemlich genauso. Es ist überall ein kleines bisschen mehr geworden und mit ein kleines bisschen mehr meine ich so 0,3 Dingens hinterm Komma. Also viel mehr ist es nicht. Wo schon vorher wenig war, da ist jetzt immer noch wenig und wo vorher vergleichsweise viel war, ist zwar immer noch vergleichsweise viel, aber noch nicht absolut viel. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Zum Beispiel nehmen wir mal die zweite Zeile von oben, Deutschland. Da haben wir ganz recht stets Flächenanteil 1,9% Douglasien
Anteil an der Gesamtwaldfläche Deutschlands. Das zentriert sich auf so ein paar Hotspots, wo dann wirklich viel Douglase hier steht. Und in anderen Bereichen gibt es die halt eben überhaupt nicht. Aber diese 2%, die sind immer noch aktuell. So ungefähr, es sind jetzt eher ein bisschen mehr als 2% und nicht mehr ein bisschen weniger als 2%. Aber eine enorme Zunahme des Douglasienanbaus hat in den letzten Jahren jetzt auch nicht stattgefunden. Also wer das behauptet, der erzählt Käse. Man muss ja noch dazu sagen, das braucht ja auch Zeit. Man kann ja jetzt nicht von jetzt auf gleich einen Baum, der eine Umtriebszeit von, im Fall von Douglasie, 60 Jahre oder so, hat jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich puff, 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 puff und dann stehen die da überall und der ganze Wald ist voll damit. So schnell geht das ja auch nicht. Möglicherweise und mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Douglasienfläche sehr wohl zunehmen, aber eben langsam und maßvoll. Es gibt keinen halbwegs vernünftigen Förster. Doch, es gibt schon halbwegs vernünftige Förster. Aber auf jeden Fall werden die Forstkollegen nicht auf die Idee kommen, jetzt alles von vornherein überall nur noch Douglasie zu pflanzen und das am besten in Reinbeständen. Das ist noch eine andere gute Nachricht, die jetzt hier auf meinem Zettel zwar nicht steht und beziehungsweise in dieser Tabelle, die ihr gerade seht, auch nicht drin steht. Aber es ist eine Tatsache, ich ruck mal ein bisschen hier rüber, dann kann man die Tabelle auch besser sehen, beziehungsweise mich. Dass sämtliche Douglasienbestände, die wir haben, also nicht sämtliche, aber wirklich die allergrößte Mehrheit, irgendwie 70% oder was, sind Mischbestände und kaum jemand ist auf die Idee gekommen, jetzt wie bei der Fichte solche richtigen Äcker mit dem Zeug anzulegen, sozusagen. Gut, aber jetzt gehen wir mal die Tabelle im Einzelnen nochmal ein bisschen durch. Wir stellen fest, dass die Bundesländer, die einen hohen Douglasienflächenanteil haben, erstmal Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen mit Hamburg und Bremen sind. Und dann gibt es noch ein paar in Brandenburg und Berlin. Das sind zum Teil, das spielt wirklich eine Rolle, dass man da aus, ja, Prestigegründen in die Parkanlagen von irgendeinem Wilhelm viel so fremdländisches Zeug eingebaut hat und es um Berlin rum wirklich also ganz viele interessante, kuriose Baumarten gibt, die da eigentlich gar nicht so viel Sinn machen. Aber das spielt auf jeden Fall dabei eine teilweise auch noch eine Rolle. In Bayern gibt es nur 0,6%. Allerdings ist in Bayern fast die Douglasien-Diskussion die erbittertste. Muss man sagen. Bayern ist ein Land, das insgesamt, also ein Bundesland, das insgesamt nur wenig Flächen hat, die für Douglasie wirklich geeignet sind, nach aktueller Sicht. Nach den Klimawandelprognosen, wie das dann werden wird, werden diese Flächen durchaus ein wenig zunehmen, aber Bayern wird auf keinen Fall zu einem richtigen Douglasienland werden und es bleibt eine Ausnahmebaumart. Da gab es mal einen Riesenstreit, weil zum Beispiel Greenpeace tatsächlich irgendwie wohl scheinbar der Meinung ist, dass man jetzt Bayern von oben bis unten mit Douglasie vollpflanzen wollte. Das wollte nie jemand. Auf diesen Greenpeace bayerische Forstwirtschaft Konflikt gehe ich dann allerdings nochmal irgendwie gesondert ein. Vielleicht mache ich es auch nachher noch oder heute Abend noch daheim oder irgendwie so. Das ist jedenfalls auch nochmal ein ganz interessanter Fall. Da gab es richtig schön Mord und Totschlag und Sachbeschädigung und Anzeigen und Blutbad in unseren Hörsälen an der TU München, da war Greenpeace mal zu Gast und oh, da ging es heiß her. Oh, 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 oh. Naja, das waren jedenfalls jetzt unsere Bundesländer, die einen nennenswerten Douglasienanteil haben. Jetzt, wenn wir uns die Zahlen nochmal angucken, stellen wir eben fest, dass dieser Douglasienanteil super gering ist. Wenn also jemand von euch Probleme hat, eine Douglasie zu finden irgendwo im Walde, dann könnte das daran liegen, dass es da schlicht und ergreifend wirklich wenig davon gibt. Insbesondere, wenn ihr zum Beispiel in den neuen Bundesländern, mal abgesehen vom Großraum Berlin wohnt, werdet ihr massive Schwierigkeiten haben, Douglasien zu finden. Da gibt es auch welche, die gibt es wirklich überall, aber die sind da doch sehr vereinzelt. Vielleicht gucken wir nochmal kurz ein kleines bisschen oben in die Tabelle, wenn ich schon so eine schöne Tabelle jetzt schon für euch habe und mir schon die Mühe gemacht habe, das Ding hier einzufügen. Schaut mal, Frankreich hat eine erstaunlich große Waldfläche. Hätte man auch nicht gedacht, oder? Man hat also ich persönlich, wenn ich an Frankreich denke, ich weiß, dass die viel Wald haben, aber ich vergesse es quasi dann immer wieder, weil von meinem Bild von Frankreich sind das keine riesigen Wälder, sondern das ist eher mehr so eine Agrarlandschaft.
in meinem Kopf. Ist aber nicht so. Die haben halt tatsächlich noch mal eine ganze Ecke mehr Wald als wir. Und wir sind ja eigentlich schon ein ziemlich krasses Waldland. Wenn man bedenkt, was für eine Einwohnerdichte wir haben, dass wir dann trotzdem noch so viel Wald haben. Es ist viel. Ich weiß, viele sagen, oh, wir haben viel zu wenig Wald. Würde ich jetzt so auch so unterschreiben wollen. Aber es ist objektiv gesehen halt wirklich richtig viel, wenn man bedenkt, wie Kulturlandschaft wir eigentlich sind. Frankreich jedenfalls noch mal erheblich mehr Wald als wir und ungefähr doppelt so viel Douglasie absolut wie wir. Und ja, die sind auch noch weiter fleißig am Anbauen. Man kann übrigens daran jetzt schon ein bisschen erkennen, wenn ihr euch jetzt mal anguckt, Frankreich und Deutschland, eher so die westlichen Bundesländer. Frankreich ohnehin so das westlichste Land, das Mitteleuropa so zu bieten hat, wenn man Frankreich noch dazu zählen möchte zu Mitteleuropa. Woran könnte das liegen? Die Douglasie ist eine atlantisch geprägte Baumart, sprich, die muss man da anpflanzen, wo man ein atlantisch geprägtes Klima, also immer einen gewissen Einfluss des Ozeans hat. Ich sage jetzt atlantisches Klima, weil in Mitteleuropa ist ozeanisches Klima und atlantisches Klima das gleiche, weil den Ozean, den wir haben, ist halt nun mal der Atlantik. Die Ostsee ist kein Ozean, demzufolge spielt nur der wirklich eine Rolle. Ozeanisches Klima und atlantisches Klima in Mitteleuropa, also quasi dasselbe, nur dass da keine Verwirrung aufkommt. Hä, ich habe gehört, das heißt ozeanisches Klima. Und zwar sagt man, sie ist so eine subatlantische, subozeanische Baumart. Sprich, man kann sie schon relativ weit ins Landesinnere reinpflanzen. Sie braucht nur einen geringen Einfluss des Meeres und deshalb geht es halt in der westlicheren Hälfte Mitteleuropas ganz gut. Es geht dann auch wieder gut an den Gebirgen, die weiter im Osten liegen, zum Beispiel dem Bayerischen Wald, weil da bleiben ja die Wolken, die vom Atlantik kommen, dann übers Land fliegen und dann quasi an den Gebirgen jeweils hängen bleiben. Immer an der Westflanke dieser Gebirge regnet es dann besonders viel. Da ist dann wieder eine zwischendrin so eine kleine Insel atlantischen Klimas sozusagen innerhalb des ansonsten eher kontinental geprägten Klimas in Bayern beispielsweise. Und da geht es dann wieder. Gleiches gilt auch an den Alpen. Am Alpenrand hat man auch so einen kleinen Bereich eines für die Douglasie interessanten Klimas, wo sie sich gut anbauen lassen würde, zumindest nach Klimaprognosen. Aktuell ist es noch ein bisschen schwierig, aber es wird vermutlich eben die Zeit kommen, wo sie sich dann auch wieder gut anbauen lässt. Aber das ist halt nur ein relativ schmaler Streifen zwischen, es ist noch nicht nass genug, das heißt, die Wolken bleiben noch nicht genug hängen, die Berge sind noch zu niedrig, und dem Bereich, wo sie wieder nicht angebaut werden kann, weil die Berge schon wieder zu hoch sind und es zu kalt wird, schlicht und ergreifend. Aber das nun mal, damit ihr euch so ein kleines Bild zu der Verbreitung eben der Douglasie machen könnt. Wenn wir uns jetzt noch die anderen Länder angucken, die da so vorkommen, stellen wir fest, das passt alles ins Bild. Die Schweiz hat noch Douglasienvorrat, 811.000 Vorratsfestmeter, das macht 0,2% der Landesfläche aus. Die Zentralschweiz ist eine eigentlich relativ trockene Gegend. Was die also an Douglasie haben, wäre jetzt auch so eher am Rand der Alpen zu erwarten. So der Bereich, wo Baden-Württemberg in die Schweiz übergeht, weil Baden-Württemberg hat ja noch gute Bedingungen, so in dieser Ecke. Da sitzen so ein Großteil der Douglasienbestände und ein anderer Teil der Douglasienbestände sitzt so in dem Übergang von Frankreich in die Schweiz. Also auch wieder so eine Ecke, wo die auslaufenden guten Douglasienbedingungen sind. Für meine Schweizer Zuschauer wird es also wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein, eine Douglasie bei sich zu finden. Das ist ja ein... Hallo, ihr habt die Alpen. Also ihr könnt euch echt nicht beschweren. Ihr habt zwar und viel mehr Alpen als wir. Das bisschen bayerische Alpen, was wir da haben, das ist ja zwar auch schön, aber vergleichsweise lächerlich. Die Tschechische Republik, die liegt ja jetzt auch schon deutlich im Kontinentaleren und hat auch nur noch einen verschwindend geringen Douglasienanteil. Gleiches können wir in Österreich und Polen feststellen. Und die Niederlande mit ihrem sehr atlantisch geprägten Klima haben bei dem bisschen Wald, das sie haben, viel ist es ja nicht, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber das ist halt einfach den geologisch-geografischen Gegebenheiten geschuldet. Bei dem bisschen Wald, was sie haben, haben sie immerhin 5% Douglasienfläche, so ganz ungefähr. Damit haben sie quasi eigentlich die höchste, mal von Rheinland-Pfalz abgesehen, die höchste Douglasienfläche in ganz Mitteleuropa. Prozentual, nicht absolut.
Und Dänemark hat auch aufgrund des eben atlantischen Klimas auch noch ein kleines bisschen Douglasie. Da wird es aber dann auch schon fast schon wieder ein bisschen zu kalt. Also trotz der Tatsache, dass der Golfstrom ja da so irgendwo da oben weiter hinten irgendwie noch eine gewisse Rolle spielt, wird es da schon ein bisschen kalt und die Böden sind auch nicht mehr so wirklich nährstoffreich. Denn Douglasie mag eigentlich ganz gerne schon gute Böden. Ich will euch jetzt nicht weiter erzählen, was jetzt ein guter Boden und ein schlechter Boden ist, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber ja, das kann man, glaube ich, so einfach mal sagen. Es ist relativ egal, in welche Richtung dieser Boden tendiert. Das Spektrum der möglichen Böden, auf denen Douglasie gut wachsen kann, ist sehr hoch. Da ist so ziemlich ambivalent. Aber die müssen halt schon einigermaßen gut sein, damit die Wuchsleistung stimmt und eben die Wasserversorgung ist wichtig. Gut, das wäre schon mal die Sache mit den Herkünften, mit dem aktuellen Stand des Douglasienanbaus in Mitteleuropa gewesen. Also aktuell meint vor 10 Jahren, aber wie gesagt, die Zahlen sind noch so ungefähr in dieser Richtung. Sie sind nur inzwischen halt alle etwas höher. Aber nicht viel. So. Dann möchte ich euch jetzt noch mal ein kleines bisschen mehr erzählen darüber, wie jetzt das mit dem Douglasienanbau in Deutschland überhaupt funktioniert hat. Denn jetzt müsst ihr wissen, die Douglasie kommt aus Kalifornien. Okay, aber in Kalifornien gibt es jetzt nicht irgendwo so ein kleines verwunschenes Tal, in dem diese Douglasien rumstehen, in dem der Herr Douglas einfach mal reingegangen ist und da so ein paar Setzlinge mitgenommen hat und die dann in Schottland angepflanzt und seitdem haben wir hier die Douglasie. Das war enorm schwierig, weil die Douglasie hat ein extrem großes Verbreitungsgebiet in Amerika. Die gibt es quasi auf der kompletten Westküste von Nordamerika, mehr oder weniger. Nicht mehr in Alaska und bei Mexiko ist dann auch irgendwann Schluss, aber so innerhalb dieser Grenzen kommt die dann in irgendeiner Form immer irgendwie ein bisschen vor. Klettert da auch weit ins Gebirge, in die Rocky Mountains hinauf, ist also durchaus auch eine, ja, Gebirgsbaumart, muss man sagen. Ist bei uns jetzt nicht so, da wird schon wieder schwieriger. Und ja, da gibt es natürlich ein Klimaspektrum von allem Möglichen. Und innerhalb dieses allen möglichen Klimaspektrums gibt es natürlich auch Douglasien, die an alles Mögliche angepasst sind. Wenn man jetzt also eine Douglasie aus einem Teil der Rocky Mountains nimmt, in dem ein ganz anderes Klima herrscht als in Deutschland und die bei uns anpflanzt, und das hat man getan, dann hat man relativ schnell festgestellt, nee, die wächst miserabel, das bringt überhaupt nichts, das können wir vergessen. Nachdem man das dann festgestellt hat, hat man quasi noch aus weiteren Stichproben innerhalb des enormen Verbreitungsspektrums der Douglasie einzelne, ja, Saatgutproben entnommen, also weniger Jungpflanzen, sondern immer schön Samen gesammelt bzw. Zapfen geerntet und diese dann bei uns auch wieder angepflanzt und man hat dann in richtigen Versuchen, wissenschaftlichen, das waren so die ersten forstwissenschaftlichen sogenannten Provenienzversuche, die man unter anderem mit der Douglasie gemacht hat, hat man dann wirklich rumprobiert, okay, jetzt haben wir hier die Variante aus dem Klima, jetzt haben wir die Variante aus dem Klima, wir haben hier die Variante aus dem Klima, die Pflanzen waren jetzt alle unter möglichst gleichen Bedingungen, hier in unserem speziell dafür vorbereiteten Freilandlabor, kann man fast schon sagen, so eine Art Pflanzgarten, an und gucken, wie sich jetzt die einzelnen Pflänzchen entwickeln und wie gut die wachsen. Und letztendlich merkt man sich dann natürlich, okay, jetzt haben wir hier jetzt diese einen Douglasie da, die kommt aus der Ecke, die ist irgendwie viel, viel, viel vitaler als all die anderen. Denn das ist nämlich der Knackpunkt. Das Spektrum der Douglasien, die wir aus Nordamerika haben, die bei uns gut wachsen, ist ein sehr, sehr kleines und durch irgendeinen komischen Zufall sind das genau die Douglasien, die exakt in der Region wachsen, die aktuell genau das, fast das gleiche Klima hat wie wir. Also in Sachen Niederschläge, in Sachen Sommertrockenheit, in Sachen Temperaturen, ganz, ganz ähnliche Bedingungen wie wir. Und die wachsen dann auch gut bei uns, weil die genetisch an genau solche Bedingungen angepasst sind, wie sie eben auch bei uns herrschen. Da verträgt sich das ganz gut. Wie gesagt, bei den Böden, das ist ja ein zweiter wichtiger Faktor, ist die Douglasie eben nicht wählerisch und nimmt mehr oder weniger, was sie vorfindet.
So, das hat lange gedauert, bis man das rausgefunden hat. Und man hat jetzt innerhalb eben des möglichen Spektrums an Douglasien, die bei uns wachsen können und einigermaßen gut wachsen können, noch eine zweite Unterart der Douglasie entdeckt, die bei uns theoretisch auch ganz gut wächst. Das ist dann die graue oder auch Inlands-Douglasie. Und die hat allerdings dann relativ schnell in Deutschland das Problem bekommen, dass sie einen Schädling mitgebracht bekommen hat, der für sie sehr tödlich, kann man sagen, gewesen ist, nämlich die Douglasienschütte. Und das ist ein Pilz und der hat uns quasi sämtliche dieser grauen Douglasien oder Inlands-Douglasien ziemlich schnell wieder ja, wegsterben lassen. Was ich jetzt durchgesetzt hat und was jetzt angebaut wird, ist in den meisten Teilen von Deutschland gar nicht mehr eine Herkunft aus Amerika, sondern schon in zweiter Generation Herkünfte aus die sogenannte Herkunft aus Südbaden. Damit ist gemeint Freiburger Stadtwald, wo ja die ersten Douglasien-Anbauversuche durchgeführt wurden und wo man durch Zufall auch relativ schnell die richtigen Douglasien angepflanzt hat. Warum erzähle ich euch das jetzt alles so lang und breit? Das ist extrem spannend, weil man ja eben im Zusammenhang mit diesen Provenienzversuchen, die bei der Douglasie durchgeführt wurden, festgestellt hat, dass man eigentlich aus einem enormen Spektrum von Klimabedingungen jeweils eine geeignete Douglasie aus Amerika importieren kann und bei uns für die entsprechende Klimabedingung hinpflanzen. Soll also heißen, wenn wir jetzt Klimawandel bekommen und so gut wir es einigermaßen prognostizieren können, vorhersagen können, wo wir dann welches Klima haben werden, dann könnten wir theoretisch, so die Überlegung, da jetzt schon eine für dieses Klima angepasste Douglasie hinpflanzen. Wir würden also quasi der Evolution sozusagen ein Schnippchen schlagen, indem wir dann nicht einfach darauf warten, dass sich unsere einheimischen Pflänzchen an dieser Stelle evolutionär an die nun veränderten Wuchsbedingungen durch den Klimawandel anpassen, die ja relativ plötzlich kommen. Das Ganze verläuft ja, Klimawandel verläuft ja in einem Tempo, da kommt die Evolution hinten und vorne nicht hinterher. Und ja, wir könnten da quasi eben gegensteuern, indem wir eine jetzt schon angepasste Baumart mit entsprechendem genetischen Material, das das Überleben in so einem Klima begünstigt, jetzt schon hinpflanzen. Das ist so der Grundgedanke. Inwiefern das jetzt umgesetzt werden soll, da ist man sich noch überhaupt nicht einig. Inwiefern das umgesetzt werden kann, da ist man sich auch nicht einig. Die Einigkeit innerhalb der Forstwissenschaft, nicht bei Naturschutz, nur innerhalb der Forstwissenschaft, besteht darin, dass man so sagt, ja, eine vorsichtige Ausweitung der Douglasienfläche, damit man sie als Option dastehen hat, als mal gucken, vielleicht klappt's ja. Und wenn man sieht, oh, es klappt, jetzt pflanzen wir schnell mehr Douglasien. So ist das quasi gedacht. So dass man die Option einfach sich offen hält, dass das wirklich die Heillandsbaumart sein könnte hinsichtlich des Klimawandels. Manch ein Förster hat ein Revier, in dem die Douglasie wächst wie Sau, dazu kommen wir gleich, zu den Wuchsleistungen von dem Ding, und entsprechend begeistert ist er von dem Teil und ich kann es gut verstehen. Es ist allerdings wissenschaftlich gesehen dann doch nochmal Forstwissenschaft und Förster in der Praxis draußen im Wald, das ist ja auch nicht unbedingt was sich immer hundertprozentig verträgt, im Endeffekt dann irgendwann schon, wenn die Wissenschaft irgendwas bewiesen hat und der Förster dann draußen im Wald feststellt, oh ja, stimmt, das funktioniert ja wirklich. Oft hat auch die Wissenschaft irgendwas bewiesen und der Förster draußen im Wald stellt fest, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Da weiß man dann nicht, macht erst draußen falsch und die Wissenschaft hat recht oder hat die Wissenschaft einfach nicht recht. Und das alte Problem zwischen Theorie und Praxis. Und ich will mich da auch gar nicht einmischen und muss zwischendrin noch mal ein Glückchen trinken. So, das war die Sache mit diesen Provenienzversuchen. Was steht denn jetzt auf meinem Zettel? Mal gucken. Richtig, auf meinem Zettel steht, ich soll was zur Wuchsleistung erzählen. Dazu habe ich nochmal eine schöne Grafik im Internet gefunden, die aus der gleichen sehr guten Publikation ist, aus der ich auch die Tabelle eben genommen habe. Die blende ich euch jetzt ein und da könnt ihr jetzt nun
weil muss ich mir selber natürlich auch den Zettel vor das Gesicht halten, nicht hält. So, jetzt muss ich euch erstmal erzählen, was das hier überhaupt für eine Grafik ist. Ihr findet auf der X-Achse, also diese hier, ne, findet ihr das jeweilige Alter des Bestandes, nicht des Einzelbaumes, sondern, also alle Bäume sind immer gleich alt. Wir sprechen hier von einem Hochwald, in dem das halt nun mal normal ist, dass die Bäume gleichzeitig gepflanzt werden, damit so ungefähr alle das gleiche Alter haben. Auch wenn sie natürlich aufwachsen aus Naturverjüngung, sind sie ja auch immer so ungefähr gleich alt. Das ist allerdings normal und auch natürlich in mitteleuropäischen Wäldern. Ein Wald, der sich aus völlig ungleich alten Bäumen zusammensetzt, ist auch eine künstliche Sache. Also das natürliche Aufwachsen unserer Wälder, Klimax-Mosaik-Theorie, ist so ein Altersklassenwald, in Anführungszeichen, dass man schon immer stückchenweise gleich alte Bäume hat und dann nebendran ein anderes Stückchenwald mit anders alten Bäumen, aber die bleiben immer so ein bisschen zusammen von ihrem Alter her. Das nur mal kurz noch so als kleine Hauptvorinformation, und eben auf der X-Leiste findet ihr das Alter der entsprechenden Bestände. Untersucht sind in dieser Grafik hier übrigens jeweils immer nur Reihenbestände der jeweiligen Baumart. Sowas macht man heutzutage auch nicht mehr. Und das ist aber einfach nur mal zur Verdeutlichung, dass man sehen kann, zu was sind die einzelnen Baumarten jetzt überhaupt jetzt so im Reihenbestand in der Lage. Einfach zur Verdeutlichung. Das ist ein bisschen praxisfern. Ne? Auf der Y-Achse, also die vertikale, findet ihr den DGZ. Das ist der durchschnittliche Gesamtzuwachs in Kubikmetern Holz pro Jahr und Hektar. Beziehungsweise pro Hektar und Jahr. Soll heißen, wenn da jetzt steht 10, dann habt ihr auf einem Hektar Wald, der mit der entsprechenden Baumart bepflanzt ist, pro Jahr einen Zuwachs von 10 Kubikmeter Klötzen Holz. Soweit so klar, ne? Quasi den Zuwachs sämtlicher Bäume dann eben zusammengerechnet, die eben auf diesem Hektar stehen. Ist ja nicht so, dass da wirklich dann 10 Klötze rumliegen, aber ich hoffe, das ist verständlich. So, der DGZ ist so eine ganz einfache Zuwachsgröße. Man hat da noch viel bessere und das Ding ist jetzt auch nicht sonderlich zuverlässig. Das Gute ist allerdings, er ist relativ einfach zu ermitteln und lässt gute Vergleiche zwischen verschiedenen Bäumen zu. Und man hat da schon sehr solide Werte dazu. Denn die Werte, die hier verwendet werden in dieser Grafik, sind von der guten alten Ertragstafel von Schober. Aus dem Jahre 1983. Jetzt muss ich euch nochmal erzählen, weil dieses Video soll ja ausführlich werden, was eine Ertragstafel ist. Früher, als man sich das noch hat leisten können, hat man sich wirklich mal die Mühe gemacht, riesige Mengen an Bäumen zu vermessen und genau zu notieren, in welchem Alter der Baum wie dick und wie hoch ist. Und aus diesem riesigen Haufen von Daten hat man dann Tafeln hergeleitet, die dann quasi für ein bestimmtes Baumalter eine bestimmte Höhe, einen bestimmten Durchmesser angeben. Und man kann dann quasi anhand dessen, dass man guckt, wo sind denn meine Bäume so ungefähr, diese in diese Ertragstafel ungefähr einordnen und kann dann anhand dessen auch festlegen, wie gut und wie schnell wächst mein Wald. Und wenn man weiß, wo man sich in der Ertragstafel befindet, kann man auch in der Ertragstafel beispielsweise quasi in die Zukunft gucken und dann abschätzen, wie viel Holz wird denn jetzt hier in meinem Wald, der jetzt 30 Jahre alt ist, in 100 Jahren rumstehen. Sowas steht dann in dieser Tafel eben drin. Also quasi die Holzzuwachsentwicklung eben so abschätzen. Das hat man jahrelang mit den Dingern so gemacht. Die haben auch eigentlich immer ganz gut funktioniert, eine Zeit lang, bis, und da ist sich die Forstwissenschaft einig, der Klimawandel jetzt dran schuld ist, durch die Verlängerung der Vegetationsperiode und durch die CO2-Düngung, größtenteils durch die Verlängerung der Vegetationsperiode, und gleichzeitige Düngung des Waldbodens mit Stickstoff aus der Luft durch jede Menge fossile Energieträger, die verbrannt werden, unter anderem auch noch ein bisschen Dünger aus der Landwirtschaft und so weiter und so weiter, hat der Zuwachs der Waldbäume extrem zugenommen. Sprich, die Zahlen, die hier noch aus der Ertragstafel von 1983 sind, kann man jetzt nicht verdoppeln, aber bestimmt um 40-50% erhöhen in etwa.
Also wir haben extrem höhere Zuwächse, als das früher der Fall war, weshalb irgendwelche Prognosen, dem Wald geht's furchtbar schlecht, der Wald stirbt und so weiter und so fort, mit großer Vorsicht zu genießen sind, weil es mag ja sein, dass es durchaus Indikatoren gibt, die sagen, dass es dem Wald schlechter geht. Die gibt es und es gibt auch ein paar sehr besorgniserregende. Aber gleichzeitig wächst da unglaublich viel Holz zurzeit in unserem Wald. Also mehr Holz seit der Aufzeichnung dessen, wie viel Holz da überhaupt wächst. Und die Forstwissenschaft, die sowas untersucht, gibt es jetzt seit 200 Jahren. 210, glaube ich, um genau zu sein. Je nachdem, welches Datum man als Erfindungstag genau hernimmt. So, und bevor wir jetzt auf die einzelnen Bäume angehen, muss ich den Akku wechseln. Gut, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns mal sämtliche Bäume, die hier drin sind, an. Ich wollte zwar größtenteils was zu Douglasie erzählen, aber wenn ich jetzt hier schon so eine tolle Grafik, die ist wirklich super, da kann man ganz viel dran erklären, vorliegen habe, dann machen wir das doch auch gleich richtig. Ne? Gucken wir uns mal die grüne Linie mit den grünen Dreiecken an. Das ist unsere Buche, unsere stinknormale in Anführungszeichen. Die möchte ich jetzt so mal quasi als Referenzbaumart für das nehmen, was im Wald so wachsen würde bei uns, wenn wir als Mensch wenig bis nicht eingreifen würden. Zusammen mit der zweiten häufigeren Baumart, der Eiche, das ist die Linie quasi ganz unten, die am niedrigsten verläuft. Für diejenigen, die sich mit solchen Grafiken überhaupt nicht auskennen, die Punkte, die möglichst weit oben in der Grafik sind und möglichst weit links oben in der Ecke, die sind am besten. Jetzt könnte man also sagen, die Pappel ist am besten, weil die hat Punkte am weitesten links oben in der Ecke. Stimmt zu einem gewissen Teil übrigens auch, aber dazu kommen wir jetzt im Detail, nur dass ihr das mal so ein bisschen richtig interpretieren könnt. Unsere Buche braucht eine Weile, ne? Die taucht in dieser Grafik überhaupt mit dem ersten Punkt erst auf, im Alter von 30 Jahren. Davor ist der Zuwachs von der Buche quasi schon der wirkliche Holzzuwachs. Das, was an Holz entsteht, zu vernachlässigen, spielt eigentlich quasi überhaupt keine Rolle. Und erst ab dem Punkt taucht sie auf und dann steigt sie moderat an bis zu einem doch in erstaunlicher Weise im hohen Alter noch hohen Zuwachs von 6 Festmeter pro Hektar und Jahr. Das ist dann also quasi ab dem Alter 100 ungefähr erreicht. Bis 150 geht es in etwa weiter mit einem ähnlich hohen Zuwachs. Das ist ein ganz spezielles Verhalten. Viele Bäume, die ein rasches Jugendwachstum haben, und gucken wir uns jetzt dazu im Vergleich mal die Pappel an. Das ist die blaue, ganz linke Linie. Da wird euch nämlich dann relativ schnell auffallen, dass die Pappel in jungen Jahren bereits total hoch schießt von ihrem Zuwachs her. Einen extrem hohen Maximalzuwachs im Jahre 20, im Alter 20 bereits eben erreicht. In dem Alter war der Buche noch überhaupt nichts los. Und dann aber auch sehr rasch im Zuwachs wieder abfällt. Und ja, die Kurve geht nur bis 50, weil eine Pappel im forstwirtschaftlichen Zusammenhang auch nicht länger als 50 Jahre stehen gelassen wird. Es macht dann nämlich keinen Sinn mehr, weil der Zuwachs derartig zurückgeht nach diesem Hochschießen in den jungen Jahren, dass man sie dann eigentlich nur noch fällen kann. Die wird nur teurer, in Anführungszeichen, wenn sie da rumsteht. Sie belegt quasi Platz auf dem Boden, den man für die nächste Pappelgeneration viel sinnvoller nützen könnte, weil eine junge Pappelgeneration einfach viel mehr Holz pro Zeit erzeugt als eine uralte Pappelgeneration, die quasi überhaupt kaum noch einen Zuwachs hat. Ist also wirtschaftlich gesehen, das ist jetzt eine rein ökonomische Überlegung, sinnvoll, an dem Punkt, wo der Zuwachs in diesen Kurven abnimmt, die haben ja immer so einen Punkt, der Maximum, die Kurve verläuft ja ungefähr so und nimmt dann ab. In der Regel. Bei der Buche eben nicht. Aber bei den anderen Dingern ja schon so irgendwo. Das könnt ihr bei zum Beispiel der Lärche oder der Kiefer gut erkennen. Da verläuft das so ein bisschen so in der Richtung. Auch bei der Fichte andeutungsweise und auch bei der Douglasie ist das so eine typische Punkt erreicht und nimmt dann langsam ab. Kurve. Und an dem Punkt, wo es beginnt abzunehmen, ist man dann oft ökonomisch, rein ökonomisch, besser dran, wenn man die nächste Baumgeneration quasi einleitet, die dann insgesamt wieder ein höheres Wachstum in kurzer Zeit erreichen wird. Und man kriegt halt pro Zeit dann über die Generationen der Bäume gerechnet mehr Holz hin, als wenn man die Bäume jeweils 500 Jahre alt werden lässt.
denn so weit geht jetzt die Tabelle nicht. Aber wenn sie dann mal richtig, richtig, richtig alt sind, dann geht der Zuwachs wirklich runter auf überhaupt nicht mehr vorhanden. Da bleibt sie es ungefähr gleich quasi und es kommt kaum noch neues Holz dazu, weil auch einzelne Bäume bereits absterben oder im Inneren verrotten und Holz dann dadurch verloren geht, durch natürliche Ursachen quasi. Gut. Das wäre also soweit das Ding gewesen und man kann hier also gut erkennen, was ein Pionierbaum ist. Ein Baum, der kurzzeitig irgendwo hochschießt, um einen Standort zu erschließen, Samen zu produzieren. Wir sprechen von der Pappel. Die Birke macht das genauso im Übrigen. Sich in Zeit und Raum auszubreiten in Form von Samen und dann relativ schnell wieder zu sterben. Sowas ist dann also quasi ein kurzzeitiger Pionierwald. Innerhalb eines solchen Waldes, an dem sehr viel Licht auf den Boden kommt, kann sich dann eine Klimaxbaumart, die sich von ihrer Überlebensstrategie her einfach mehr Zeit lässt, etablieren. Und sowas wäre jetzt zum Beispiel die Buche, die sich sehr langsam entwickelt, aber auch in einem hohen Alter noch einen gewissen Zuwachs hat und auch in diesem hohen Alter eben noch die Möglichkeit, auf Veränderungen im Waldbild zu reagieren. Und irgendwie schafft es dann halt eben auch durch ihre Reaktionsmöglichkeit bis ins hohe Alter hinaus, die Konkurrenz so richtig schön niederzuknüppeln. Ne? Das habe ich in irgendeinem anderen Video auch schon mal erklärt. Die Eiche hat auch noch ein relativ rasches Jugendwachstum, aber ist ansonsten völlig zu vernachlässigen von ihrem Wachstum her. Eiche wächst halt eben sehr, sehr langsam, erzeugt aber eben dafür auch dieses extrem hochwertige, sehr, sehr, sehr schöne und tolle Eichenholz. Plus eben ein großes Maß an Früchten, was dann vom Baum runterfällt, weshalb in früheren Zeiten die Eichen immer extrem beliebt gewesen sind als Schweinefutter. Die Kiefer ist so ein Intermediärding, das hat man, ist deshalb immer noch in hohen Zahlen im Wald vorhanden und wurde viel angepflanzt, weil sie halt auch überall wachsen kann, wo man also schlechte Bedingungen hat, wo dann Buche erheblich nochmal mieser wächst, als sie es ohnehin schon tut, in Anführungszeichen mies, ne? Nur in Anführungszeichen. Da hat man halt immer Kiefer hingepflanzt, weil sie dann halt doch nochmal ein bisschen ganze Ecke deutlich besser als die Buche ist. Fichte ist die blaue Linie ohne irgendwelche Punkte und so weiter und so fort. Also ist halt allem anderen wirklich schon haushoch überlegen. Eine Alternative zur Lärche, zur Kiefer stellt noch die Lärche dar. Das ist die braune Linie mit diesen auf dem Kopf stehenden Vierecken, also auf der Kante stehenden, ihr wisst, was ich meine, ne? Die hier ist erstaunlich hohes Jugendwachstum. Daraus kann man ableiten, dass die Lärche eigentlich auch ein Pionierbaum ist. Denn da, wo sie natürlich vorkommt, sind eigentlich quasi auch sehr schwierige Landschaften und ein hohes Baumalter da erreichen zu wollen, wird schwierig. Das ist unter anderem eine alpine Baumart. Was heißt unter anderem? Es ist eine alpine Baumart. Und da muss man halt gucken, dass man auch in jungen Jahren bereits einen relativ hohen Zuwachs erreicht, um sich halt zu etablieren, bevor irgendeine Katastrophe verhindert, dass man es jemals irgendwann mal geschafft hätte, in vergleichsweise alten Jahren überhaupt Samen zu produzieren. Das heißt, die Lärche hat es auch relativ eilig. Daher kommt dieses schnelle Jugendwachstum zustande und bis ins Jahr 140 ist sie dann halt auch vom Wachstum, bleibt sie in unserer Buche zurück, die langsam startet. Aber irgendwann kommt sie, ne? Und überholt halt eben den meisten Rest, außer eben die Fichte. Und da haben wir es halt eben wieder aus ökonomischen Gründen, haben wir so viel Fichte, weil die Fichte vom Zuwachs her, vom Holz, was man letztendlich im Wald stehen hat, einfach bisher am meisten geliefert hat. So. Pappel war immer eine Alternative für Papier, denn im Gegensatz zu Fichte hat die Pappel zwar nochmal einen viel höheren Zuwachs und man könnte viel mehr Holz erzeugen, aber es taugt halt nichts. Man kann damit halt nichts machen. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass man einfach das Holz als Biomasse an sich erzeugt, sondern es sollte nach Möglichkeit auch noch in irgendeiner Form möglichst vielseitig verwertbares Holz sein, dass man es dann auch noch teuer verkaufen kann. Und das ist halt bei Pappel das Problem. Das geht da dann halt nicht. Als Brennholz,
Also quasi als Energieholz spielt die Pappel heutzutage eine große Rolle, eben wegen diesem schnellen Jugendwachstum. Man kann innerhalb von Zyklen, wo man die Pappel alle 5 Jahre, alle 10 Jahre, es gibt sogar Sachen, da wird sie alle 3 Jahre umgeschnitten. Mit sowas kann man relativ gut mit Energieholzplantagen quasi arbeiten. Da gibt es immer noch relativ viel Forschung dran. Und meiner Meinung nach ist das auch ein überaus interessantes Forschungsfeld und auch eine Option für die Zukunft, um unseren Energiebedarf zum Teil zu decken. Für den ganzen Energiebedarf wird es nicht reichen, aber da muss man noch viel forschen. So, und jetzt kommen wir endlich zurück zur Douglasie und stellen fest, die ist allem anderen haushoch überlegen. Ne? Also das ist überhaupt kein Vergleich. Die hat mindestens 50% mehr Zuwachs als die Fichte. Und die ist ja schon immerhin jedem allem anderen total überlegen. Und wenn man sich jetzt die Differenz zwischen Buche und Douglasie anschaut, da kriegt man als Mensch, der mit seinem Wald Geld verdienen möchte, das große Sabbern. Ist irgendwo ein bisschen nachvollziehbar. Gut, und jetzt habe ich ja gesagt, die absoluten Daten, die hier drin sind, sind ein bisschen veraltet und die Zuwächse liegen noch höher. Aktuell bei mir im Wald wird, also bei mir im Wald meine ich jetzt hier in der Umgebung, das meine ich jetzt damit, wird Buche mit 10, so 8 bis 10 DGZ angegeben. Also hier hat sie 6 im hohen Alter. 8 bis 10 hätte sie so aktuell. Also nochmal so plus 50% ungefähr. Unter richtig, richtig, richtig guten Bedingungen sogar nochmal ein bisschen mehr. Das kommt auch auf das Waldbauverfahren an, wie viel Platz man pro Einzelbaum zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Fichte hat hier so grob 10 am Zenit. Ne? Die wird jetzt heutzutage mit 13 bis 14 angegeben in den meisten Regionen. Tanne ist hier nicht drin, weil sie in den meisten Regionen Deutschlands keine Rolle spielt. Jetzt hier im Schwarzwald natürlich schon. Da ist allerdings der Zuwachs von Tanne, und hier rennen wieder irgendwelche Tiere rum. Der Zuwachs von Tanne ist mit Fichte fast identisch. Tanne ist halt nur ein bisschen sensibler in der Jugend und schwieriger aufzuziehen. Und da sie von den Holzeigenschaften her auch fast identisch sind, spielt es ökonomisch gesehen keine große Rolle, ob man jetzt jede Menge Tanne oder jede Menge Fichte rumstehen hat. Ökonomisch. Nur ökonomisch, ökologisch ist natürlich Tanne was überaus Interessantes. Gut. Und wenn man jetzt bei der Douglasie auch 50% draufschlägt im Vergleich zu diesen alten Daten. Insbesondere deswegen, weil ja die Douglasie jetzt auch noch mal im besser angepassten Saatgut vorliegt, als das jetzt hier 1983 der Fall gewesen ist. Was jetzt neu angepflanzt ist, ist ja schon deutsche Douglasie. Von deutschen Douglasien quasi, die nachkommen und gar nicht mehr aus Amiland. Und da haben wir dann teilweise wirklich Zuwächse von einem DGZ mit 18. Also das ist traumhaft. Es geht sogar hin bis 20 und ganz vereinzelt sogar noch mal einen Ticken höher. Also was man mit der Douglasie an Geld verdienen kann, ist wirklich Wahnsinn.